Hallo Freunde, willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Unsere Herzen werden gerade aufgefüllt. Swoot, swoot, swoot. Im letzten Part haben wir... Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen und irgendwie... scheint mein Grabber gerade abzuspacken. Egal, macht gar nichts. Im letzten Part, was haben wir eigentlich im letzten Part gemacht? Ich weiß es echt schon nicht mehr. Leute, hier ist niemand. Muss eigentlich überlegen, haben wir in der letzten Folge... haben wir, glaube ich, nur Sidequests erledigt, so ein paar. Und wir sind jetzt gerade so fast auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Allerdings möchte ich vorher noch mal kurz hier in den Todesberg-mäßig Vulkan-Scheißding reingehen. Denn hier gibt es ja noch eine Geisterseele zu holen, nicht wahr? Die wir auch schon mal gesehen haben. Und jetzt, wo es Nacht ist, kann man das ja noch mal super ausnutzen, nicht wahr? So. Geht schneller. Also wir sind assigen Goron. Und leider weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo das war. Hier gab es auch irgendwo noch ein Herzteil, da oben. Man muss hier, glaube ich, genau, wartet. Wie geht das jetzt? Oh, nein! Oh, Mann. Gut, Glück gehabt. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal runter oder so. Oh nein, es wird schon Tag, habe ich recht? Nee. So. Nach oben, ja? Da muss man das machen. Da sehen wir schon die Geisterseele. Wow, mein Gott. Scheiße, es wird Tag. Glaube ich, Beilung. So, und irgendwo hier gab es, glaube ich, ein Herzteil. Aber ich weiß echt nicht mehr wo und wie. Nein! Oh! Das! Aber wo gab es hier das Herzteil? Lass mich nochmal überlegen. Da ging's hoch. Wie Link hier oben hochläuft, so. Nee, Leute, sagt mir mal, wo war Herzteil? Als wir das letzte Mal hier waren, waren wir, glaube ich, noch nicht im Wasser-Dungeon, habe ich recht? Dementsprechend konnte ich hier auch noch nicht hoch. Also so richtig meine ich. Was war? Hölle. Oh. Volltreffer. Okay. Cool. Wollte ich einfach mal ein Loch fallen lassen und sehe ich... Oh, Truhe. Genau, hier war ja das Herzteil. Nice. Okay, das war jetzt wirklich mal übelstes Glück. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal hoch. Wie viel? Wir haben nur eine Flasche frei. Okay, dann werde ich mal ganz kurz. Pass mal auf. Mich hier hochziehen, mal eben die leere Flasche ausrüsten. Autsch. Oh, gemein. Ganz komisch hoch. So war das hier. Link willst du mich verarschen. War hier der Mega-Slime? Ja, tatsächlich. Pass mal auf. Den töten wir jetzt mal. Nein! Oh. Und hier schön. Oh, für das echte Schleimgelee. Um alle Herzen wieder zu helfen, den Angriffskreis kurz zu steigern. Also funktioniert gleich mit einem Feentau. Mit Feentau. Okay, Leute. Jetzt können wir, glaube ich, gar nicht mehr sterben. Ich stehe in der Luft. Wow. Okay, dann würde ich mal sagen, wir porten uns. Machen uns mal auf zum nächsten Dungeon. Ich weiß, wo der ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch was bringt, zu Thelma zu gehen. Ich tu's mal. Da ist nämlich auch noch eine Geisterseele. Die ich nur mal geschwind holen kann. Obwohl, dafür muss ich durch ganz Dings rennen. Durch Hyrule-Stadt. Naja. Könnt's ja mal versuchen. Muss aber echt überlegen, ob es jetzt noch was bringt, zu Thelma zu gehen, ob wir einen Brief erhalten haben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir rennen jetzt einfach mal wagemutig als Wolf durch. Macht ja nichts, ne? Ich weiß auch gar nicht. 48, okay. Hab ich jetzt wieder 5 Minuten vergeudet. Dem Typen haben wir schon Geld gespendet. Das Herz haben wir schon. Mega cool. Los, Link. Race against the machine. Ich glaube, hier gibt es irgendwo, gab es irgendwo noch eine Truhe. Kein Herzteil, aber eine Truhe.
Aber so eine Random-Truhe gab es hier irgendwo. Da will ich gleich mal genau gucken. Da ist sie doch schon, die Geisterseele. Wow. Bam. Bam. Geisterseele, Mann. Voll cool. So, wo war die Truhe? Ach, ich glaube, ach genau, konnten wir uns erst später holen. Geht erst später. Genau, ich erinnere mich wieder. Bekommen wir erst später. Es war auf der entgegengesetzten Seite, wie als wenn von hier. Genau, Tamers Bude ist da. Gehen wir mal schnell hier lang, der Weg ist schneller. Katze. Ach ja, Thelma. Die Großbrüstige. Oder Thelma oder Selma oder... Keine Ahnung, wie sie genannt werden will. Ist mir auch ganz egal, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wie ich meine und das reicht mir. Will. Quietsch. Haben wir jemals einen Brief erhalten eigentlich von Thelma, dass wir mal wieder kommen sollen? Und ihr sagen sollen, oder von ihr gesagt bekommen sollen, tuten, dass wir irgendwo hingehen sollen? Ich weiß es nicht. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenden Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Mo treffen. Du rissst in den südlichen Wäldern von Highway, erkundschaftet dort die Gegend aus. Aber der Garten auf dem Nischen, ja, alles klar. Okay. Reed. Mo wollte sich in den Heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das auf der Karte ist. Okay. Jetzt will ich gerade mal kurz, bevor ich aus Versehen gleich einen Trank trinke. Das möchte ich nicht riskieren. Und das brauche ich. Komm, machen wir mal die normalen Bomben, wa? So, sieht cool aus. Ich will gerade mal gucken, ob wir mal jemals einen Brief diesbezüglich erhalten haben. Nö. Wenn wir sie hier dann einige Leute, die unbedingt... Ja, komm. Nö. Also muss man da komplett alleine drauf kommen. Das ist ja unglaublich. Gerade in den heutigen Zelda-Spielen, ne? Wo man ja echt so an die Hand genommen wird. Wobei das hier noch nicht so extrem war. In Skyward Sword, da wird man echt... Also ich finde das Skyward Sword nicht schlecht, aber... Da wird einem echt alles gesagt. Du musst kaum alleine nachdenken. Das ist wohl schlimm. Guck mal. Hä, Schloss Hyrule? Cool, das wusste ich auch noch nicht. Guck mal, wenn man hier auf die Karte geht, ist Schloss Hyrule so ein extra Gebiet. Auf das ich nicht zoomen kann. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, falsches Gebiet. Auf nach Firone. Firone. Ja, wobei ich echt sagen muss, das Neue, also Link Between Worlds, habe ich selber nicht, da ich keinen 3DS habe, leider. Allerdings habe ich, gucke ich natürlich das Display von guten Nutzer Link und... Alter, ist Link Between Worlds geil oder was? Das Spiel ist richtig cool. Hat so geile Rätsel. Und so... Ja, man muss selber nachdenken. Es ist unglaublich. Aber hat so schöne Rätsel. Hat natürlich so schöne Musik. Und erinnert so stark an Link to the Past. Obwohl ich ja gar nicht mal so der größte Link to the Past Fan bin. Also das Spiel ist cool, klar. Aber ich finde andere Zelda Games, auch andere 2D Zelda Games besser. Aber trotzdem. Übelst geil Link Between Worlds. So. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Ja, es war letzten Dienstag. Nee, als da erster Tempelaktion war. Oder eher gesagt, so noch davor. Sag mal. Jenseits dieses tiefen Tals. Dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht beschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Okay, wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Link. Willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Nein! Doch, natürlich, Mann. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Cool. Ein Partner? Er war so ein cooler Falke? Nun. Mach dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen. Ein Huhn. Seriously? Schnu, schnell, schnu, schnell, schnu. Komm her.
Alle, komm her. Mann! Ey! Genau, dann geht er weg, wenn ich gerade aufheben will, ne? Ist klar. So, jetzt müssen wir hier mal elegant rüberfliegen. Und wow, wow, wow. Okay, ich glaube dahin jetzt, ne? Hopp, jetzt bin ich gerade mit dem Kinn an das Mikrofon gekommen. Das ist auch nicht schlecht. Hep. Ah. So, brauche ich das noch? Okay, immer ab. Ey! Oh mein Gott. Ich wollte gar nicht. Ich wollte ihn gar nicht wegwerfen. Ich wollte kurz ablegen, bin außerdem nach vorne gekommen, habe ich vorhin nicht Loch geworfen. Willst du mich verarschen? Ah. Wow. Alter Schwede. Komm mal her, Huhn. Hep. Ah ja, ich verstehe schon. Kennt das Huhn auch aufwirbeln? Warte mal, wo ist das Huhn? Nö. Okay. Brauche ich das Huhn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Von dem vorhin das goldene Huhn. Fällt mir jetzt erstmal so richtig auf. Dass es voll Gold ist. So, das haben wir ja schon gemacht, ne? Ja, es fehlt ja nur noch eine okkulte Kunst und ich weiß genau, wo man die findet. So, tschüss. Geh zurück zu Mo. Mo, Mo, Mo. Oh, jetzt kam ja auch diese Scheiße hier, ne? Jetzt muss man, genau, mit dem ganzen Scheiß nochmal machen. Wieder das dumme Horror-Kid besiegen. Wobei das abgeendete Lost Woods Theme mich aufheitern wird. Wir sind böse. Okay. Komm mal her. Kommt her. Kommt her. Ey! Link, willst du mich... Oh. Wollte schon sagen, Link. Können wir das hier nochmal bejaulen? Nee, glaub nicht. Okay. Aber ich erinnere mich, dass es hier irgendwo... Alter Mann, zack. Zack. Wir können mal unsere neue Attacke ausprobieren, wa? Hier. Schön. Hui. Bam. Die probiere ich gleich mal aus. Genau, das muss man in dem Licht folgen. Seht ihr? Warte mal. Ist wahrscheinlich schon weg, weil ich so rausgegangen bin. Weil es schon drin war. Ja, da wo er dann drin ist, leuchtet immer so ein Licht. Okay, noch weiter. Habe ich jetzt überhaupt erwähnt, was ich erwähnen wollte? Das ist hier irgendwo... Au! Bam! Hat überlebt. Oh Mann. Irgendwo hier gab es ein Herzteil, aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist natürlich ziemlich blöd. Als Mensch macht das viel mehr Spaß. Oh, ich höre ihn. Ist er dahinter? Ja, tatsächlich. Spaß! Oh. Oh. Alter, voll fett, Mann. Papa, voll die Pilze da an der Wand. Pilze. Pilze. Da, esst ihr eigentlich gerne Pilze? Also, okay. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade den... So laut, glaube ich. Den guten Luxa Link zitiert, wobei es auch auf mich zugriff, denn ich bin auch nicht gerade ein großer Pilzfan. Aber egal. Da ist er lang gegangen, da kann ich ja nicht schön pilzen. Pilze. Das ist ja wie mit Pilze. Insider, okay. Wo leuchtet's? Mystisch. Mystic River ist das hier, das ist Mystic River. Ach Freunde, ich habe wieder gerade richtig Spaß am Aufnehmen, ganz ehrlich. Und stirb, Mann! Nachdem ich ja jetzt sehr viel Arbeitenstress in letzter Zeit hatte. Was hat er gerade geleuchtet? Das ist eine Geisterseele! Wie komme ich denn da rein? Da gab's ja einen Hintereingang, ich erinnere mich. Ich erinnere mich aber nicht mehr, dass hier eine Geisterseele war. Cool. Pass auf. Pass mal auf. Hier, bleibt schön da. Bats! Pentakill! Nee, ich weiß gar nicht, ich spiele ja gerade an Returnament privat, kann ich ja mal so sagen. Weiß gar nicht, warte mal. Double Kill? Also ich hatte Double Kill, Multi Kill. Wow! Ja, wunderbar.
Ja, ich hatte mal Double Kill, Multikill, Ultra Kill und dann bin ich gestorben. Mehr hatte ich noch nie erreicht. Ich weiß nicht, was danach kommt. Aber naja, macht nichts. So, und jetzt bist du tot. Nam nam. Gas. Badadada. Wie viel haben wir eigentlich schon? Haben wir schon über 30? Boah, tatsächlich. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Ich bin echt erstaunt über mich, dass ich mich noch an so viele Geister sehen hier erinnere. Ich bin noch voll im Wasser. Hier habe ich irgendwas zum Graben gesehen. Mann, ich soll mich verarschen. Rubin! Ich bin reich! Nein, oh, ich muss die Folge beenden, fällt mir gerade mal auf. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Horror-Kit mal ein bisschen platt deppern. Zack! Das macht echt Spaß. Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao!